heute besprechen wir das Aufdrehen. Das Aufdrehen wird benötigt, wenn wir mit dem Rücken zum Spiel stehen, beziehungsweise wenn wir uns öffnen wollen und das Spielfeld vor uns haben möchten. Ganz wichtig beim Spielaufbau wird der Trick oft benutzt. Das heißt, wir schauen, dass wir vom Gegenspieler wegkommen, dass wir leichten Abstand haben. Der Ball wird gespielt und wir versuchen hier mit dem Ball einmal hier aufzudrehen und haben wir das ganze Spielfeld vor uns. Wichtig zu beachten ist, wenn der Ball kommt, dass wir quasi uns hier mit der Auftaktbewegung leicht nach vorne absetzen, dass wir ein bisschen Abstand zum Gegenspieler haben. Sollte aber relativ nah sein, das heißt nicht 2-3 Meter weg vom Gegenspieler. So kann er quasi unsere Richtungsänderung schön mitgehen und das wäre dann kontraproduktiv. Das heißt, wir lassen den Ball vorbeilaufen. Wichtig ist dann hier mit unserer Spitze, dass wir hier leicht vorne Druck ausüben auf den Ball, um dann schön hier aufzudrehen und dann wieder das Spielfeld vor uns haben. Wie wir das Ganze trainieren können? Am besten mit einem Trainingspartner. Wenn wir keinen Trainingspartner haben, suchen wir uns eine Wand. Optimal wären natürlich zwei Wände im Abstand. Das heißt, in der Mitte, quasi als Gegenspieler, legen wir zwei Hütchen nebeneinander, stellen uns vor das Hütchen hin. Entweder unser Trainingspartner spielt uns den Ball zu oder wir spielen einen geraden Pass gegen die Wand. Wenn der Ball zurückkommt, lassen wir vorbeilaufen. Hier jetzt den Druck ausüben. Mit der Spitze vorne schieben wir, ziehen wir den Ball vor, spielen wieder, kommen entgegen, Druck ausüben, drehen, spielen, Druck ausüben und spielen. Wenn wir jetzt halt nur eine Wand haben, dann können wir das Ganze auch gleich kombinieren, zum Beispiel mit der Sohlenwende, die wir auch schon gelernt haben. Das heißt, wir stellen uns wieder vor unseren Hütchen, spielen den Ball gerade gegen eine Wand, drücken hier den Ball, schönes Aufdrehen, schieben den Ball und machen dann gleich eine Sohlenwende und dann starten wir wieder. Spielen, aufdrehen, schieben, Sohlenwende und wieder spielen. Das Ganze wiederholen wir 10 Mal, das heißt ein Durchgang ist gleich 10 Mal aufdrehen. Wenn wir es jetzt nur mit einer Wand machen, machen wir am besten das Ganze quasi 10 Mal frontal mit der Sohlenwende. Wenn wir zwei Wände haben oder vielleicht zwei Trainingspartner, werden wir das Ganze natürlich 5 auf jeder Seite machen und dann andersrum. Das heißt, das gleiche Spielchen mit dem linken Fuß. Das heißt, wir stehen hier wieder vor, spielen den Ball, drehen uns leicht, mit links hier Druck ausüben, ziehen nach vorne, wieder spielen oder eben die Sohlenwände. Je nachdem, wie wir uns oder wie unser Trainingsort ausschaut und das Ganze wieder wiederholen. Gut, dann. Viel Spaß!